Bevor ich jetzt gleich mit absolut genialen Season 16 News anfange, möchte ich mich erstmal für den Erfolg des letzten Videos bedanken. Dort geht es um ein vermeintlich extrem geiles Feature, was ich anteaser, was natürlich der größte Sarkasmus aller Zeiten von mir war. Und ich habe mit extrem viel Gegenwind von euch eigentlich gerechnet und stattdessen ist genau das Gegenteil passiert. Die meisten von euch sind auf meinen Sarkasmus-Train aufgesprungen und haben die Kommentare explodieren lassen mit so extrem witzigen und geilen Kommentaren. Wer das Video noch nicht gesehen hat, schaltet ein. Es ist mega geil. Es geht gerade mal so eine Minute. Es geht natürlich um eine Season 16 Neuerung. Deathbox Skins mit Stickern und all so einem Schnickschnack. Es klingt unglaublich und es ist tatsächlich so. Und viele von euch haben statt mir Hate entgegenzuschmeißen, wirklich Sarkasmus ohne Ende reingeballert. Habe ich mich ultra drüber gefreut und damit habe ich nicht gerechnet. Also haut raus, wenn ihr noch Bock habt, nachträglich. Und jetzt geht es um Season 16. Eine Änderung, auf die ich schon sehr lange tatsächlich warte. Das ist kein Sarkasmus, versprochen. Ihr wisst, vor über einem Jahr haben die unterstützenden Legenden und nach wie vor sind es bis jetzt nur zwei, Loba und Lifeline, was sehr, sehr schwach ist. Ich hoffe, da kommt mehr. Eine neue Lootbox bekommen, die jeder öffnen kann, aber nur die beiden Legenden Loba und Lifeline können ein zusätzliches Fach öffnen, was natürlich zu ihrer Charakterklasse unterstützende Legende passt. Heil-Items. Und jetzt kommt für die angreifenden Legenden 9 an der Zahl diese Supply-Box. Sieht ultra nice aus. Ich zähle mal ganz kurz auf, für welche Legenden das alles zählt. Wir haben Wraith, Bangalore, Mirage, Octane, Revenant, wir haben dann noch Horizon, Fuse, Ash und Mad Maggie. Und damit müsste ich eigentlich alle haben. Und was ist in dieser Box? Kann natürlich auch wieder jeder öffnen, aber nur die angreifenden Legenden öffnen ein zusätzliches Fach und wir finden Aufsätze für unsere Waffen. Und das finde ich richtig genial. Und einmal mehr lohnt es sich vielleicht vor dem Start einer Runde zu überlegen, welche Charakterklasse nimmt man jetzt? Das macht jetzt oder das hat jetzt eine größere Bedeutung, finde ich. Erweiterte Magazine zum Beispiel finden wir darin. Ich gehe davon aus, dass wir auch alle anderen Sachen, die wir für unsere Waffen brauchen, dort finden können. Ob wir natürlich da einen Turbolader drin finden, das glaube ich jetzt tatsächlich eher weniger. Also kein Goldstuff. Alles von weiß bis lila ist meine Vermutung. Weiß ich natürlich nicht hundertprozentig. Und was ich mir noch wünschen würde, auf jeden Fall auch Visiere. Das kann ich euch aber nicht sagen. Aber Aufsätze im Allgemeinen für unsere Waffe, wo natürlich Visiere mit zuzählen, sollten mit dabei sein. Also, Leute, was haltet ihr von der Änderung? Ich tatsächlich freue mich auf diesen Stuff. Passt zu Season 16. Irgendwas Geiles muss ja langsam mal kommen. Außer Sticker, auch wenn das schon krass genug ist. Ich denke, wir werden damit klarkommen, dass wir krasse Supply-Boxen für die angreifenden Legenden bekommen. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback und so weiter und so fort. Und lasst wie immer mal einen Daumen da und ein Abo vor allen Dingen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.